Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie bei Markus Lanz gegen Querdenken und die Maßnahmengegner, die in Kassel demonstriert haben, wie gegen sie gehetzt wurde in einer Art und Weise, wie sie vor ein paar Jahren noch unvorstellbar war und wie sie auch all das, was ich bisher gesehen habe bezüglich Querdenken, wie das alles nochmal getoppt wurde. Ich hatte also mir Abendessen gemacht und gedacht, naja gut, gucken wir mal, was der Feind so macht. Und Markus Lanz ist ja immer für Überraschungen gut. Und auch hier, nachdem es gegen die AfD erstmal ruhiger geworden ist, die Berliner Runde war ja geradezu zahm, wenn man es vergleicht mit letztem Jahr. Jedenfalls ist jetzt klar, warum das so gewesen ist. Die Linken möchten immer nur ein Ziel auf einmal angreifen. Wenn sie jetzt ganz laut gegen die AfD schreien und dann ganz laut gegen Querdenken schreien auch noch, dann ist das zu viel auf einmal, dann fällt das auf. Deswegen lassen sie es jetzt wahrscheinlich gegen die AfD etwas ruhiger angehen und haben sich jetzt voll auf Querdenken eingeschossen. Vielleicht können wir das mal zuspielen, ein Ausschnitt aus der Querdenker-Demo in Kassel. Man mal zuhört und reinhört, was die Leute sagen, aber auch dieses Gefühl mal mitkriegt, welcher Hass da ist, was den Leuten da, speziell Polizeibeamten, entgegengebrüllt wird, da merkt man schon, dass da was verrutscht ist, speziell in den letzten Wochen und Monaten. Seit einem Jahr sind uns unsere Grundrechte genommen. Meine Kinder müssen ganz nach in der Schule mit dieser Maske. In meiner Schule beschimpft, weil ich einmal was gegen die Maßnahmen gesagt habe. Ich trage diese behinderte Maske nur, weil ich es muss. Warum ich hier bin, weil ich Angst um unsere Demokratie habe und um die Freiheit. Weil ich im Moment hier lebe in einem Staat, in dem, der mir weniger Rechte gewährt als Nordkorea es täte. Ich denke an uns. Hören Sie mal, ich bitte bin von Grund. Sie ein bisschen Abstand. Sie kommen mir immer näher. Ja, macht doch nichts. Ich habe keinen Mundschutz auf. Sie haben doch eine Maske auf. Ja, und aber Sie nicht. Ja, ich bin der Superspreader. Ich bin die Gefahr. Wissen Sie das? Nein, ich. Sehen Sie, und das ist mal. Doch das von mir geht nichts aus. Sie können es doch gar nicht beurteilen. Das Perfide an diesem Beitrag ist, dass dem Zuschauer suggeriert wird, es würde ausgewogen berichtet. Der Zuschauer hat das Gefühl, ja, Markus Lanz, Sie wollten auch die andere Seite zeigen. Sie wollten die arme Schülerin zeigen, die in der Schule drangsaliert wird. Und das nehme man bei Markus Lanz auch wahr. Das werde auch gezeigt. Und die Argumente von Querdenken werden ja auch gezeigt. Hier, die Leute kommen zu Wort, hier mit Nordkorea. Sie und dieser Mann mit dem Polizisten, Sie haben ja die Gelegenheit. Sie werden hier gezeigt, wie Sie Ihre Argumente vorbringen. In Wahrheit ist es natürlich so, dass hier Beispiele ausgesucht wurden, wo sich Leute entweder unglücklich ausgedrückt haben oder wo die Argumentation einfach so hanebüchen war. Es ist auch denkbar, dass es False-Flag-Leute waren. Also dieser Mann mit der Deutschlandfahne, man weiß nicht genau. Das war so schwach, oder auch mit Nordkorea. Vor allen Dingen diese Leute, diese Schnipsel, woher kommen die überhaupt? Ist es vom ZDF gefilmt? Jedenfalls die Argumentation ist nicht die, die die Querdenken-Leute eigentlich vertreten, wenn man sie jetzt auf YouTube guckt oder sonst wo guckt. Was Michael Ballweg erzählt, was ein Stefan Homburg erzählt, was ein Bagdi erzählt, das wird ja bei Markus Lanz nie gezeigt. Und das kommt auch in diesem Ausschnitt bewusst nicht vor. Und bei Markus Lanz und sonst wie kam es natürlich auch nicht vor, dass am 29.08. Robert Kennedy Jr. gesprochen hat. Die ganzen hochkarätigen Leute werden bei Markus Lanz nie zitiert. Und das weiß Markus Lanz auch ganz genau. Markus Lanz weiß ganz genau, dass er die Argumente von Querdenken und den Maßnahmengegnern, dass er sie hier nicht gebracht hat, dass er sie bewusst ausgespart hat, dass er den Leuten hier was vorgaukelt. Es würden die Argumente wiedergegeben, obwohl dem ZDF und diesen Machern von diesem Ausschnitt, überhaupt auch David Precht, alle wissen ganz genau, dass das nicht die Argumente von Querdenken sind, nicht die Hauptargumente, nicht die Argumente, die das wiedergeben, was die absolute Mehrheit, was 99,5% auf den Querdenken-Demos sagen. 99% argumentieren
vollkommen sachlich, vollkommen vernünftig. Und sie suchen sich hier die kleinen Schnipsel raus, wo sie irgendwelche Fehler finden können und präsentieren dann dem Zuschauer, das wären die Argumente von Querdenken. Und das wissen Markus Lanz, das wissen diese Leute ganz genau. So, das Vertrauen in den liberal-demokratischen Staat ist eher gestiegen. Ja, also wir sind uns, glaube ich, alle einig in dieser Runde, dass das, was wir hier gerade in den Bildern gesehen haben, nicht die Meinung der Mehrheit der Bevölkerung ist. Absolut, ja. Ja, es gehört immer zu den Tricks radikaler Minderheiten, egal ob das bei Pegida war oder bei den Querdenkern, sich zum Volk zu erklären. Ja, das ist totaler Schwachsinn. Also das ist eine relativ kleine, aber sehr lautstarke Minderheit. Mhm. Durchaus, ja. Also ich meine, das ist eine interessante Mischung zwischen rechts und links zum Teil, die da stattfindet. Dann tief ins Bürgertum rein, ja, Akademiker, dann gibt's auch, Ärzte. Einfach Leute, die sind notorische Kindsköpfe. Das gehört auch dazu. Es gibt Leute, die sind immer grundsätzlich dagegen. Es gibt Leute, die haben immer was gegen den Staat. Mhm. Es gibt Leute, die haben Spaß an Randale. Es gibt ganz viele verschiedene Motive. Nur, ganz wichtig ist zu sagen, das ist eine sehr, sehr kleine Minderheit, an denen die Medien natürlich auch viel Gefallen gefunden haben, weil das natürlich dann so schöne Bilder gibt. Hier sehen wir jetzt einen scheinbar differenzierten Tanz. Querdenken, das geht ja rein bis ins Bürgertum. Und dann widerspricht er. Na, ganz so arg würde er das jetzt ja auch nicht sehen. Ist Lanz jetzt also doch nett? Dass Lanz hier widerspricht, hat nur den Grund, dass er nicht will, dass man ihn dafür angreifen kann. Er würde einseitig berichten. Wie kann man jetzt sagen, ja, aber man sieht doch jetzt, wo er widerspricht, er ist ja auch gar nicht einseitig. Er sagt ja auch, Querdenken, das sind ja auch Ärzte, das sind ja auch gute Leute, das geht ja ins Bürgertum rein. Aber wenn wir uns das Narrativ der ganzen Sendung angucken, wenn wir uns diesen Beitrag angucken, dann gibt das ja die Stoßrichtung vor. Und dann ist es auch vollkommen egal, ob er dann sagt, ja, das geht ja da rein, das geht ins Bürgertum. Sondern er hat ja hier den O-Ton geliefert, was ja suggeriert, dass das die Querdenken-Demo in Kassel war. Weil das, was der Mensch sieht, da denkt er, das ist relevant. Oder man geht ja automatisch davon aus, dass jetzt in dem Beitrag das Wichtigste zusammengeschnitten wird. Und dass das die Demo wiedergibt. Und Lanz gibt sich ja als redlicher, guter Journalist aus, der ausgewogen ist. Und dann denken die Leute, ja klar, das ist also die Basis, über die wir argumentieren. Ach ja, und wenn der Lanz diese Leute, die sich so daneben benehmen, wenn er sie jetzt auch noch verteidigt, ist ja ganz besonders nett. Also der ist ja noch ganz besonders ausgewogen gegenüber Querdenken. Und viel netter, als er sein müsste. Und sozusagen will Lanz erreichen, niemand kann ihn angreifen, er wäre hier nicht einseitig, er nimmt hier auch einen Schutz, er sagt auch, ja, die gehen auch, sind auch Ärzte, geht auch ins Bürgertum rein, aber den O-Ton, den er präsentiert und die ganze undifferenzierte Panikmache, die Gästeauswahl, die sprechen eine ganz andere Sprache. Na, aber das finde ich jetzt ein bisschen arg. Doch, das muss man aber ganz klar sagen. Es ist ja rein prozentual. Also nee, das verstehe ich. Rede jetzt nicht über Leute, die sich über die Impfkampagne aufregen, dass die nicht vernünftig funktioniert. Ich rede nicht über Leute, die manche Maßnahmen für seltsam halten, wie zum Beispiel diese komische 15-Kilometer-Regel, die mal aufgestellt wurde. Ja, ich rede auch nicht über Leute, die jeden Tag darüber seufzen, dass sie enorme berufliche Probleme haben und sich wünschen, ja, diese blöde Pandemie wäre vorbei. Ich rede über Leute, die erzählen, wir hätten ja weniger Rechte als in Nordkorea. Und von denen, das ist nicht mal 1% der Bevölkerung, die das denkt. Der Staat geht ja nicht hin und sagt, ich probiere jetzt mal ein bisschen Diktatur aus und schränke mal Grundrechte ein. Sondern der Staat steht vor einem generellen Problem. Nämlich von dem, wenn ich jemanden anstecke, ja, dann geht er ein hohes Risiko ein, möglicherweise zu sterben. Das heißt, dessen Recht auf Leben ist damit bedroht. Das Recht auf Leben ist ein Grundrecht. Jetzt hat der Staat also das Problem, wenn er nichts macht, werden Grundrechte bedroht. Nämlich das wichtige Grundrecht, das Recht auf Leben, das ist quasi nach der Würde das zweithöchste Grundrecht. Also muss der Staat andere Grundrechte einschränken, um das Grundrecht, Recht auf Leben, zu schützen. Das ist ein Gedankengang, den macht schon mal ein Teil dieser Leute erstmal gar nicht mit. Der ist ihnen schon mal nicht klar. Ja? Das heißt also, die ganz, ganz wichtige Frage ist, dass der Staat jetzt, und das macht er nicht immer gut, und er eiert da rum und irrt da irgendwie vorwärts, immer gucken muss, wie er das so halbwegs balanciert kriegt. Das ist die schwierige Rolle, in der er sich befindet. Aber nicht, dass er irgendeinen Spaß oder Lust daran hat, den Menschen Grundrechte wegzunehmen. Und die zweite Seite, die überhaupt nicht vorkommt... Das unterstellt auch immer, dass der Staat die Politik Spaß am Verbieten hätte. Das glaube ich zum Beispiel auch nicht. Nee, niemand hat Spaß daran. Man macht sich wahnsinnig beliebter, wenn man wie Herr Hans hingeht und lockert.
Also jeder, ne, wenn Sie sich beliebt machen wollen in Bremen, dann sagen Sie, wir machen jetzt einen Bremer Weg oder einen Bremer Modellversuch und so weiter, wie Herr Palmer das in Tübingen macht und so. Damit kann man punkten. Funktioniert ja auch. Ja, aber damit kann man immer grundsätzlich punkten. Wenn man sagt, nee, wir fahren jetzt den rigiden Kurs, so nach einem Jahr verboten, haben die Leute eigentlich keine Lust mehr drauf. Ne? Also das ist ja auch zunächst einfach mal menschlich nachvollziehbar. Dass Frau Merkel Spaß daran hat, den Leuten irgendwas zu verbieten oder die Ministerpräsidenten, ist eine völlig abwegige Vorstellung. Das ist genau das Gegenteil davon, sich in irgendeiner Form beliebt zu machen. Aber der Punkt, an dem wir... Einige Minuten zuvor meinte Precht noch das genaue Gegenteil. Und es war ja auch tatsächlich so, dass zumindest in den ersten Monaten die Politiker, die die härtesten Maßnahmen ergriffen haben, Beispiel Markus Söder, besonders stark profitiert haben. Und es ist immer noch nicht so, dass sich der Wind jetzt in die andere Richtung gedreht hätte und dass jetzt alle große Fans von Herrn Hans werden, wenn der Modellversuch im Saarland macht, entgegen den Rat der Experten. Richard David Precht stellt sich jetzt hier als der Moralapostel hin und weist jetzt sozusagen Querdenken in aller Öffentlichkeit zurecht. Was sie doch für dumme Egoisten sind, dass sie also hirnlose Idioten sind, so kann man es übersetzen, die keine Ahnung haben von Demokratie, die nur egoistisches Geschwätz von sich geben und die, ja, denen man das mal erklären müsse, die sozusagen jetzt mal Markus Lanz gucken müssten, mit ihm zuhören müssten, um jetzt zu verstehen, wie Demokratie geht, dass Demokratie nicht nur nehmen, sondern auch geben ist. Und das wüssten diese Leute bisher nicht. Die Leute, die würden nur nehmen wollen, aber nichts geben wollen. So stellt das Richard David Precht ernsthaft hin. Und er weiß natürlich auch ganz genau, dass das Täuschung ist. Da muss man sich mal reinversetzen in diese Leute. Wie link, wie feige und wie dreist das ist, sowas zu machen. Querdenken hat ja auch hier, kann sich ja auch hier nicht äußern. Sie können sich nicht wehren. Mir ist nicht bekannt, dass Markus Lanz jemals jemanden von Querdenken eingeladen hat. Und ich frage mich, was geht jetzt in einem vor, wenn man auch genau weiß, dass man die Leute nicht wiedergibt, dass man sich jetzt hier hinstellt und hier den Moralapostel spielt und diese Leute so hinstellt und zurechtweist. Wie armselig ist sowas? Oder wie kaputt kann man sein, dass man sowas macht? Wahrscheinlich ist es so, diese Leute halten sich noch für besonders schlau. Die feixen dann innerlich und finden es lustig, dass es manche Leute glauben. Und finden es toll, dass sie nicht daran gehindert werden können. Es sind Leute, die keine Grenzen kennen, wenn ihnen nicht Grenzen aufgezeigt werden. Und das Problem ist, dass diesen Markus Lanz, diesen Richard David Precht, dass diesen Leuten im Moment keiner die Grenzen aufzeigen kann. Es ist bedrohlich und furchteinflößend, dass sowas gesendet werden kann, ohne Widerrede in der Bevölkerung. Ernsthafte. Wir müssen uns für die Zukunft die größte Sorgen machen. Und das ist auch eine Lektion, dass die Leute sagen ja immer, demonstrieren, aber das ist im Endeffekt das, was in den Mainstream-Medien berichtet wird. Sowas wie das hier. Und ich habe es ja schon ein Video dazu gemacht, das sehr schlecht geklickt wurde. Ohne Flugblätter geht es nicht. Aus meiner Sicht. Man sieht ja, wie das wird über die Demos berichtet und das glauben dann die alten Omas. Das ist das Problem. Und jetzt feiert die Basispartei 1%. 1%, was ist 1%? 1% ist ein Witz, wenn man sich überlegt, was für Mühen man schon auf sich genommen hat mit diesen ganzen Demonstrationen. Jetzt hat man mal gerade, ist man von 1% gewählt worden. Und natürlich, die AfD ist auch noch angetreten, aber insgesamt, man hat durch die Demonstration sehr wenig erreicht, leider. Weil die Information kommt nicht nach draußen. Die Altmedien, sie stellen sich dazwischen und färben das Bild um. Machen aus einem blauen Bild mit kleinen roten Punkten, machen sie ein rotes Bild. Woher die roten Punkte kommen, das ist auch unklar. Es können False Black Antifanten sein oder sie können vom Verfassungsschutz sein oder woher auch immer diese roten Punkte kommen. Wie wir es ja bei den unterschiedlichsten Demonstrationen in Berlin, in Leipzig erlebt haben. Ja, das ist diese traurige Bilanz von dieser Sendung. Es hat mich so aufgerüttelt. Eigentlich habe ich im Moment überhaupt keine Zeit, solche Videos zu machen. Aber ich dachte, das sollten vielleicht mal ein paar Leute sehen. Die Leute sollten sehen, was jetzt bei Markus Lanz, wie das so läuft.
Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Macht's gut.